Na, dann übergeben wir mal das Fensterauge. Viele Monster hier unten. So versteckt er sich oben im Turm. Ich habe da was für dich. Schnell, Mensch, gib mir das Auge, bevor es seinen Puls verliert. Ich kann es sehen. Du suchst nach der hochwertigen Kleider. Grubknochennadel. Eine Nadel? Hör mal, ich bin Schamane, nicht dein Therapeut. Du wirst die Zusammenhänge später noch herstellen. Die Kleider-Grubknochennadel ist im Besitz des Knochen des Kokerhaupt-Dorfhäuptlings. Da dies für sie schon immer sehr wichtig gewesen ist, wirst du nicht ganz einfach an sie herankommen. Häuptling muss weg, keine Frage. Du, der aufstrebende Krieger, wirst sie zum Kampf herausfordern müssen. Da du aber so schwach bist, solltest du das hier dringend in Betracht ziehen. Vergiftete Fleischplatte. Zutaten findest du unten, falls du meine Unterschlupf nicht bereits geplündert hast. Danke dir, Oberschamane. Viele unterschätzen seine Fähigkeiten, Hugh. Ich aber sehe einen starken Krieger in dir. Sie sollten sich vor dir hüten. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Ich muss in Frieden meditieren. Okay. Vergifte den Häuptling des Kokerhaupthausdorfes. Sollen wir dem irgendwie eine Fleischplatte anbieten oder wie? Wie funktioniert das dann? Umpacina. Okay, ich hoffe, ich habe genügend was dabei. Keine Zeit. Ich muss in diese Richtung. Ah, da ist schon das Dorf oder was? Wenn das hier schon das Dorf ist, dann würde ich hier gleich mal eine Pause machen. Dann können wir uns hier mit ihm anfreunden. Immer noch feindselig. Okay, das wird wohl nix. Jetzt haben wir wahrscheinlich alle unsere Zutaten, die wir für das Giftzeug brauchen. Vergiftete Fleischplatte, ja genau. Elefantenfleisch. Aubergine, da brauche ich eine. Die war ich von nach oben. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Wie sollen wir jetzt einen Elpafant hergeben? Seid ihr ein Elpafant? Bist du ein Elpafant? Sieht geblieben. Sieht aus wie Elpafanten. Das scheint mir richtig zu sein. Die Aubergine finden wir dann oben. Im Turm. Ich glaube, wir sollten erstmal die Platte machen und dann sollten wir eine kurze Streampause machen.
Dann vergiften wir den Doofkönig. Sehr schön. Dann mach mal Fleischplatte. Oh, ich brauche noch eine Aubergine. Wo krieg ich jetzt eine Aubergine her? Gehen wir nicht überall rum. Ich will versehentlich schon eine gegessen oder was? Wo krieg ich mal eine Aubergine her? Habe ich im Spiel noch gar keine gesehen. Okay, ich guck vielleicht während der Pause mal nach, wo der Fundort für eine Aubergine ist. Ich kann nicht da mal kurz vorbeischauen. Ach, kann ich ja nirgendwo Pause machen. Ich immer angegriffen werde. So, ja, kurz Pause. Und dann sehen wir uns in 10 bis 15 Minuten wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück. Aubergine müssten wir laut Anleitung in diesem Gebiet finden, wo wir gerade sind. Ja, so ziemlich hier müsste das sein. Und zwar, hier müsste gleich schon die nächste sein. Diese interaktive Karte. Eigentlich hier direkt vor unserer Schnauze müsste irgendwo eine liegen. Hier müssten Auberginen schon sein. Schauen wir mal irgendwo. Müssen die angepflanzt sein. Marholz. Okay, gucken wir mal, was wir hier so finden. In die Richtung. Hier müssen mehrere Auberginen überall rumliegen. Im Boden müssten wir welche drin stecken. In die Richtung müssen wir gerade mal laufen.
Hier so in dem Gebiet. Makio sitzen können wir irgendwie nicht mehr. Da wo wir gerade sind. Laut Karte hier am Fluss. Hier so ungefähr direkt eigentlich wieder hier und kann direkt vor unserer Schnauze. Ist wahrscheinlich dieses Beet hier gemeint, auf dem noch nichts wächst. Das ist natürlich nicht schön. Es gibt eine Karte, auf der sind sie genauen. Die haargenauen Locations von den Sachen markiert. Wir haben doch einen dritten Fluss. An den Flüssen muss ich das aufhalten. Immer in solchen Böden hier. Danach müssen wir suchen. Nach so einem platten Boden. Tja. Maschine nicht essen. Ich esse jetzt generell nichts. Ich finde hier einfach keine Aubergine im ganzen Bereich. Ist denn das möglich? Und am Ende war es die ganze Zeit wieder vorm Turm. Die ganze Zeit rumgehört. Finden wir nix und dann kommen wir hier. Machst die ganze Zeit direkt vor der Nase. Und können mit der Story halt leider irgendwie nicht weitermachen. Und das so unentschieden finden. Ja, Wüsteneingang ist auch noch irgendwas. Spätestens da liegen auch noch welche rum. Eigentlich genau wie auch eigentlich genau wieder hier ganz in der Nähe, wo wir sind. Bin entweder blind oder die wachsen noch nicht. Das sind wahrscheinlich die Felder. Können wir die irgendwie zum Wachsen bringen? Können wir irgendwie. Zutaten fressen, die wir brauchen für den Trank. Eine Aubergine bräuchten wir noch. Vielleicht gehen wir irgendwo mal zum Händlerstand und gucken, ob wir da was irgendwas handeln können. Wo haben wir denn das nächste Fuchsdorf? Und hoffen wir einfach auf gut Glück. Und hoffen nur irgendwo was zu finden. Ja, hier in diesen Erdlöchern, da müssten sie wachsen.
Nix da. Hier wächst nirgendwo was. Vielleicht gibt es einen Händler, der uns eine Aubergine verkauft. Kann doch eigentlich nicht sein. Sollten wir vielleicht mal in die Richtung dieser Pfeile laufen. Die habe ich, wie ich meine, immer in Richtung bei den Dörfern markiert. Lasst mich hier im Frieden, ihr Hühner. Das finden wir dann irgendwann ganz am Ende die Zufall in der Aubergine. Und warte ab, die kriegen wir auch noch voll die blauen Kugeln. Glaube ich, ein Vogelnest, oder? Allerdings. Nur durch hier. Der Händler wird wahrscheinlich nicht mit uns handeln wollen. Und die Berge sollten wir vielleicht mal. Sind wir auf einem guten Weg in die richtige Richtung. Hast du in der Hütte noch über Gene rumliegen? Wir müssen wahrscheinlich zu einem Händler hin. Das wird das Glückste sein. Okay, ja, hier müsste auch irgendwo ein Dorf sein. Das war der Kletterparcours hier. Wenn lang genug rennt, kommt man auch irgendwann an ein Dorf. Das Prinzip ist mir schon aus Minecraft bekannt. Wenn man weit genug in irgendeine Richtung rennt. Die blaue Perle, die ich hier gesehen habe, die muss eine Fata Morgana gewesen sein. Achso, ne, hier ist sie. Fuchsdorf. Wo habt ihr euren Händler? Das ist keine Aubergine. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich nicht brauche. Tücher kann ich verkaufen. So,
Zur Schnellreise wollen wir mal. Hier hin. Die Schnellreisesets sind immer wertvoll. Sollten wir häufiger kaufen. Ah, jetzt die Tür offen da unten. Seht ihr? Der Händler war hier unten. Der hat auch nichts zu, das. Riblin war noch mal die. Es waren die Elch oder was? Irgendjemand muss doch. Irgendjemand muss doch die Dinger führen. Das kann auch nicht wahr sein. Ah ja, das waren die Elche hier. Auch keine Aubergine. Sachen gibt's. Das Dorf hat sich erweitert, oder was? Das bedeutet das Erdbeben. Oder Dick-Dack, oder Dick-Dack. Oder Dick-Dack. Ich habe hier geguckt, weil normalerweise, wenn ich das Ganze kenne, verkaufen die Leute hier in den Dörfern, wo die in der Nähe von dem Ding sind, ganz dreisterweise immer solche Sachen. Ist doch blöd. Wechsel, Schmutzler. Bin gerade nur mit den Fexe und den Dingens verbündet. Suchen wir die ganze Zeit nach einer verschissenen Aubergine. Eine Aubergine, die auch noch falsch geschrieben ist. Ist auch keine Aubergine. Aber ist Moos. Könnte ich mir Schuhe machen. Sehr schön. Eine verdammte Aubergine. Was haben die hier in dem Sumpfbereich dort neben dem Gebirge? Hier oben, hier.
den ganzen Bereich dürfte es Auberginen geben, wenn sie dann mal wachsen. Im Waldgebiet dort unten. Erstmal festgebackt. Scheiße, Mann, das muss doch jemanden. Und jemand, der eine scheiß Aubergine verkauft. Hat noch niemand hier eine Aubergine gefunden. Ja, sowas hier, Aubergine. Hat schon geschrieben. Aber ja, genau das brauche ich. Wir haben doch jetzt eigentlich der Schuh ausrüsten. Oha. Haben hier noch mehr Sachen, die wir noch nicht ausgerüstet haben. Die Stiefel haben wir jetzt an. Eine verdammte Aubergine. Wir sind auch noch nicht in dem Bereich, wo es Auberginen gibt. Da kommen wir also heute auch nicht weiter mit den. Ja, manche Sachen wachsen hier wohl gar nicht. Kommen wir heute nicht weiter mit der Quest. Weil wir erstmal Aubergine suchen müssen. Das sind keine. Okay, das bringt nicht viel. Traurige Ausbeute. Also ich hoffe, dass der vielleicht irgendwie eine Aubergine mit dabei hat. Es besteht da auch noch die Chance. Ich traue mich hier gar nichts zu essen. Aubergine. Hier im Dorf vorbei. Wenn wir einen von den Vögeln töten würden. Der hat bestimmt schon Aubergine gepflückt. Wir leben ja hier in dem Bereich.